Ich beschäftige mich in meiner Forschung mit Kunstwerken, die in Kriegszeiten oder in Krisenzeiten oder in Momenten, wo die Machtverhältnisse zwischen Weltregionen unsymmetrisch waren, in diesen Situationen beschäftige ich mich mit Kunstwerken, die hin und her geschoben wurden. Entweder gewaltsam oder sie wurden gekauft für viel Geld bei welchen, die kein Geld hatten. Und dieses Hin und Her von Kunstwerken oder nicht unbedingt zurück, nur hin von Kunstwerken ist das, was mich beschäftigt. Das ist deswegen wichtig, weil diese Kunstwerke oft in unseren Museen zu sehen sind heute und wir haben komplett vergessen, woher sie kommen. Und daran zu erinnern, scheint mir extrem wichtig.